Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine unterschriebenen FC-Trikots. Ich hatte erst überlegt, euch die ganzen FC-Trikots zu zeigen, allerdings sind es 56 und das würde das Video hier natürlich extrem sprengen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich zeige euch heute meine unterschriebenen Trikots oder eben auch die Trikots, die eben nicht so einfach zu kaufen waren und die ich am Ende ersteigert habe und oder eben geschenkt bekommen habe. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Schreibt unbedingt auch in die Kommentare, was war euer erstes Trikot oder habt ihr auch besondere Trikots, limitierte Trikots, unterschriebene Trikots? Schreibt es gerne in die Kommentare, welche es genau sind. Würde mich extremst interessieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, wir legen direkt mal los mit dem ersten Trikot und das ist direkt ein besonderes Trikot, denn das ist hier einmal von Salih Öcalan. Und ihr seht, es gab es auch so nicht im FC-Fanshop zu kaufen, denn dieses Trikot gab es 2021 vom 1. FC Köln selber. Und an die ganzen Dauerkartenbesitzer, die eben auf ihr Geld verzichtet haben, denn sie konnten ja durch Corona natürlich eine gewisse Zeit nicht ins Stadion und die eben, die dann gesagt haben, nee, egal, komm, lass weiterlaufen, die haben dann als kleines Dankeschön eben dieses Trikot hier bekommen und ich habe dieses Trikot dann am Ende ersteigert und genau, hier gibt es auch die Unterschrift noch von Salih Öcalan und hier unten ist auch die Autogrammkarte von Salih Öcalan und das hat natürlich hier auch einen extremst besonderen Platz verdient in meinem Studio und bin extrem stolz, der Besitzer zu sein. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen, weil es eben, wie gesagt, nicht einfach so zu kaufen war oder zu kaufen gab vielmehr. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Trikot und dieses Trikot habe ich geschenkt bekommen zu meinem 16. Geburtstag und das ist auch ein Spielertrikot. Auch original unterschrieben und eben auch getragen von Timo Horn. Das ist wirklich, wenn nicht sogar das bedeutsamste Trikot, weil es einfach ein Geschenk war von meinem Vater zum 16. Geburtstag oder von meinen Eltern vielmehr. Und weil es einfach auch ein originales ist, eben nicht vom Fanshop, sondern vom Spieler selber und eben auch die Unterschrift mit dabei. Also das ist schon ein sehr, 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 sehr bedeutsames Trikot für mich und deswegen wollte ich euch das auch unbedingt zeigen. Ja, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Trikot und zwar hier handelt es sich allerdings wieder um ein Fanshop-Trikot, aber auch die Aktion fand ich extrem cool. Hier ist einmal von Jan Thielmann ebenfalls die Unterschrift mit dabei, genauso wie die Autogrammkarte. Auch hier das Trikot war so, dass ich das im Fanshop gekauft habe, allerdings gab es eine Aktion, man konnte eben jeden beliebten Spieler, sag ich mal, drauf machen lassen und der beliebte Spieler unterschreibt eben dann am Ende dieses Trikot und das fand ich so cool, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hole mir das Auswärtstrikot und das Ausweich war ja schwarz und deswegen hatte ich gesagt, nee, ich will das rot-weiße und und deswegen habe ich dieses Trikot und das Trikot kennt ihr ja auch schon, das hängt ja auch hier im Studio. Und das wollte ich euch einfach auch nochmal hier in diesem Video eben zeigen. Ja, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Trikot und da sind wir jetzt schon bei den Spieltagstrikots angelangt, denn auch dieses Trikot ist von 2014, hier seht ihr es, also von 2014, von der Aufstiegssaison sozusagen und hier war es dann eben so, dass eben an diesem einen Spieltag, ich weiß allerdings nicht mehr, gegen wen es da ging und allgemein, welcher Spieltag das auch war, aber auf jeden Fall in der Saison 2014 gab es dann eben auch einmal so ein Spieltagstrikot, wo am Ende der Touristik auf der Brust zu sehen war, eben nicht der Hauptsponsor Rewe, sondern wie gesagt der Touristik und auch dieses Trikot habe ich ersteigert, weil das eben auch nicht so im Fanshop zu kaufen gab. So, machen wir direkt weiter und zwar kennt ihr ja durch die Diversity Days und so weiter und so fort, das ist ja in Köln immer jedes Jahr eigentlich und auch letzte Saison war es soweit. Ich glaube, da ging es auch gegen Stuttgart, bin mir aber nicht ganz sicher, wie auch in dieser Saison. Also das ist natürlich das Trikot von letzter Saison. Besonderheit ist hier eigentlich auch, wie gesagt, klar, ne, dass es das eben hier gibt und eben auch nicht beim FC-Fanshop zu kaufen gibt. Was eben auch besonders ist mittlerweile, sind eben die Unterschriften. Die habe ich mir jetzt in dieser Saison drauf machen lassen. Ihr seht es auch hier, ist ein Zettel, wo eben draufsteht, Saison 23-24. Und hier sehen wir eben Steffen Baumgart ist mit dabei. Der Stadionsprecher Michael Trippel, auch unser Geschäftsführer Christian Keller habe ich auf der Saisoneröffnung getroffen. Und die ganzen Spieler in dem Fall habe ich jetzt beim Training signieren lassen, wo es ja leider auch geregnet hat. Deswegen, ich muss dringend, da sind nämlich noch nicht alle Spieler drauf, ich muss nochmal zum Training, um da wirklich auch alle Spieler drauf signieren zu lassen. Aber wie gesagt, also das wird noch voller,
aber ich wollte euch das trotzdem schon mal zeigen. Also das ist wie gesagt das erste Divisity-Trikot, denn jetzt kommt natürlich das aktuelle, das was wir jetzt gegen Stuttgart auch getragen haben und eben, ja, wie gesagt, auch ein Divisity-Trikot, wieder mit den Regenbogenfarben, allerdings, ja, das neue, in dem Fall hier das, nur eben, wie gesagt, mit dem Divisity-Look. Und ja, finde ich auch ganz cool. Wie gesagt, das Trikot war auch limitiert. Also das gab es jetzt nicht irgendwie 50.000 Mal zu kaufen, sondern nur 2.000 Mal gab es das zu kaufen. Auch für eine kurze Zeit im Fanshop tatsächlich. Aber wie gesagt, nur limitiert auf 2.000 Stück. Und auch nur an diesem einen Tag und solange eben der Vorrat reichte. Ich weiß nicht, wie viele jetzt verkauft wurden, ob das relativ schnell ging mit den 2.000 Stück. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es habe. Denn wie gesagt, auch das Trikot ist meiner Meinung nach was Besonderes. Ja, das sind die Trikots, die ich in dem Bilderrahmen habe. Ich habe auch noch ein paar Trikots, die eben nicht in dem Bilderrahmen drin sind, die vielleicht später mal nochmal in den Bilderrahmen reinkommen. Trotzdem will ich die hier euch auch mal nochmal zeigen. Und zwar müssen wir jetzt ganz weit weg oder ganz weit in die Vergangenheit reisen, in das Jahr 2012, wo ich als Fan das erste Mal mit meinem Verein abgestiegen bin. Und zwar im Jahr 2012. Ja, wie gesagt, auch hier hat die Mannschaft dann unterschrieben. Ich glaube, das sind nicht alle. Also sieht zumindest nicht so wirklich aus, als ob das alle waren. Aber trotzdem sind da schon auch einige Spieler, die da eben unterschrieben haben auf diesem Trikot. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist das natürlich auch in der Verwahrkiste mit dabei. Dann machen wir weiter mit dem Karnevalstrikot, denn da habe ich auch eins signieren lassen. Und zwar müsste das Jahr 2016 gewesen sein. Und zwar das hier. Ich finde ja allgemein, die Karnevalstrikots sehen eigentlich echt immer richtig cool aus, weil da eben der Verein mit dabei ist, aber auch die Stadt ist eben mit dabei. Und deswegen finde ich das persönlich echt ja, immer cool. Rückennummer, da war eben noch der beliebteste Mann in Köln, Modest, eben auch mit seiner Unterschrift drauf. Deswegen, also in dem Bilderrahmen ist er nicht, hat er es nicht mehr geschafft, aber trotzdem ist er natürlich weiterhin noch in der Verwahrkiste mit dabei. Dann machen wir weiter im Jahr 2014, denn da habe ich auch mein Heimtrikot signieren lassen. Das war auch eine lustige Geschichte, ich habe es da gekauft, frisch, und dann war eben Anthony Uccia da, der am Ende dieses Trikot auch direkt mit signiert hat. Hier, ne, einmal das Heimtrikot von vorne und dann einmal, ja, hier seht ihr die Unterschrift von Anthony Uccia und ja, auch er war ja in Köln eigentlich wirklich gut am Start, muss man wirklich sagen. Mit seinen Toren hat er uns auf jeden Fall 2014 wieder zurück in die erste Liga geschossen und deswegen, ja, auf jeden Fall auch ein sehr guter Stürmer, der beim ersten FC Köln mal gekickt hat. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Stürmer, denn auch den habe ich hier drauf machen lassen auf das Trikot 2016, Heimtrikot. Hier sehen wir es, ne, mit den kleinen Domen hier noch dran, das finde ich auch sehr interessant. So, und dann, wie gesagt, Rückennummer, klar, ne, Anthony Modest. Und das fand ich persönlich echt extrem lustig, dass er eben da so einen kleinen, ich glaube, es soll er sein, so ein Ding ist das, ja, so einen kleinen Smiley noch hingemalt hat. Wie gesagt, da war er eben wirklich noch der absolute Renner. Jetzt ist er leider verschollen, muss man ja leider so sagen. Und, ja, wie gesagt, das sind meine Trikots, meine besonderen Trikots, sag ich mal. Wie gesagt, meine ganzen Trikots habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt, aber meine besonderen Trikots, die habe ich euch jetzt gezeigt und schreibt gerne eure Meinung zu den Trikots in die Kommentare. Würde mich mal auch interessieren, was ihr sagt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Es ist ja jetzt auch Derby-Woche. Das heißt, es geht jetzt so langsam in die Vorbereitungen auf Gladbach. Und wie gesagt, kommentieren werde ich jetzt natürlich auch wieder live. Ja, und somit verabschiede ich mich erstmal allerdings. Bis dahin, macht's gut. Euer Niklas und ciao.